Wer mehr leben will, muss im Sturm bestehen. Und wer hören will, muss schweigen. So der Titel der neuen CD von Friedemann. Zur Release-Party im Bergener Wapatiki wurde dann am 28. Januar allerdings nur wenig geschwiegen. 24 Songs präsentiert von Friedemann, Janko und Matze. Ein eingespieltes Team, Freunde, Bandkollegen und großartige Musiker. Erwartet von ihren Fans, die 2 Stunden lang neuen Texten von Friedemann Hinz lauschen und bekannte Lieder mitsingen. Im Song Daneben singt der 40-jährige Rüganer: Ich passe hier nirgendwo so richtig rein. Daneben, da draußen im Licht, bloß niemals dazwischen und niemals dabei. Doch die meisten hier finden das schon. Die, die Friedemann bereits kennen und die, die sich neu in den Texten wiederfinden. Na, das ist auch nicht nur über mich. Also Lieder sind natürlich über mich und für mich auch. Auch mit allem Schlechten, was ich so in mir trage, bin ich kein perfekter Mensch. Aber ich kenne halt viele, denen es so geht und die auch heute Abend hier waren, also die, die ihren Platz suchen. Hast du deinen Platz gefunden? Ja. Das ist schön. Ein Stück weit, ja. Also super. Und ich habe meinen auch so gefunden, aber man hat Jahre gebraucht, um da hinzueiern so. Ne? Und, ja, und dafür ist das Lied für alle Leute, die sich so ein bisschen so fühlen, dass man so ein bisschen, na, noch nicht so richtig angekommen ist, einfach. Zuallererst verbinden die meisten Friedemann mit Chor. Seit 2002 ist er Frontmann der Punkrockband von Rügen. Gesellschaftskritische Texte, laut und geradlinig, so kennt man ihn. 2014 bringt der Musiker, Landwirt, Tätowierer und Maurer sein erstes Soloalbum raus. Jetzt hat er nachgelegt. Man erlebt den Familienvater im Soloprojekt sanfter, ruhiger, so als balanciert er zwischen diesen beiden musikalischen Welten. Ich sage immer, man ist ja nicht immer nur laut. So wie wir hier sitzen, auch bei Chor sind ja jetzt 2 nicht dabei. Alle Musikliebhaber. Und wenn man Musik mag, kann man auch eigentlich alle Genre hören. Und ja, und Chor ist halt die eine Seite und Friedemann ist die andere so ein bisschen. Von der Idee her dasselbe. Aber hast du heute gesehen, so, dann bricht man halt beim Song wie Mich zu lieben weg, weil es einfach so, so ist. Aber ich habe da kein Problem mit. Also ich bin ein großer Mann, ich kann auch mal heulen, das ist alles nicht schlimm. Das Publikum ist voll dabei, bunt gemischt. Und dieses Gejammer und dieses Geheule in dieser Stadt, ich habe es so satt. Dieses Genöle, dieses sich beschweren in diesem Land. Bring mich um den Verstand und ich rufe Matze an und sage: Matze, weißt du noch im letzten Jahr, als wir bei diesen stolzen Menschen waren, wir hatten nicht. Auch die Eltern von Friedemann sind in der Bar. Man spürt den Spaß, Leidenschaft und Liebe zur Musik von Friedemann Hinz, Janko Möde und Matthias Arndt. Das sind einfach grandiose Texte. Es ist für mich jedes Mal eine Freude, wenn ich Friedemann besuchen fahre. Wir machen bei fast jeder Probe ein neues Lied. Es ist für mich eine Freude, dazu Musik spielen zu können, weil es einfach wundervolle lyrische Texte sind, die mir sehr gut gefallen und die mir sehr nahe gehen. Nicht nur, dass Friedemann nach jedem Song Bitteschön sagt, ist sympathisch, auch die Sprüche ins Publikum, voller Ironie und Witz und die Sticheleien zu Matze und Janko. Janko schnell und hektisch. Jetzt ist der Flo ganz weg. Du musst geschmeidig. Wenn du nicht lachst, ist verloren. Dann kannst du einpacken. Dann können wir zumachen den Laden morgen, dann ist gut. Aber und so verarschen wir uns. Janko wird verarscht, weil er so klein ist. Ich werde verarscht, weil ich immer bockig und maulig bin. Und Matze wird verarscht, weil er so langsam ist. Weil ich kein Bass spielen kann. Genau. Also immer dieselben Witze, hahaha. Aber wir freuen uns immer. Die Leute freuen sich und ja. Alle drei freuen sich auf die jetzige Tour quer durch Deutschland. Sind überzeugt, dass sie durch ihre Musik diese Welt ein kleines Stück verbessern können. Was wir mit der Musik erreichen können, ist, Menschen anzustoßen, Dinge zu verändern. Die Fans wissen das. Und wer die drei noch nicht kennt, einfach mal frei sein im Kopf und auf ihr Konzert gehen. Schönen Dank, kommt gut nach Hause. Adios.